Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat, Herr Müller-Böhm, das Urheberrecht bewegt die Gemüter, und zwar aus guten Gründen. Es bewegt die Gemüter derer, die sich frei im Netz bewegen wollen und für die Uploadfilter schlicht eine Bedrohung darstellen. Diese lässt die Koalition nun im Stich, indem sie das Versprechen bricht, auf Uploadfilter zu verzichten. Das war ganz groß angekündigt. Stattdessen wurde von Entwurf zu Gesetzentwurf der Einsatz von Uploadfiltern immer weiter ausgeweitet. Jetzt werden Plattformen sogar eindeutig zulässige Inhalte wegfiltern. Und das ist nun wirklich genau das Gegenteil von ihren Ankündigungen. Das Urheberrecht bewegt die Gemüter der Künstlerinnen und Künstler. Diese sind in der Pandemie eh schon unter großen Druck geraten und viele wurden mit ihren Problemen alleingelassen. Und nun lässt die Koalition Kreative erneut im Stich, denn sie geht die Grundprobleme, und zwar im Verhältnis zwischen Kreativen und Verwertern, nicht an. Und dabei liegen für die Stärkung des Urhebervertragsrechts längst gute Lösungen auf dem Tisch, nicht zuletzt auch von meiner Fraktion. Und schließlich bewegt das Urheberrecht die Gemüter derer, die lehren, forschen, Wissen oder Kultur vermitteln wollen. Auch diese lassen sie im Stich, indem sie einfach nichts aus der Pandemie lernen wollen. Gerade da war doch der Online-Zugang zu Bildung, Information und Kultur extrem wichtig, aber eben versperrt. Jeden Tag labert hier irgendjemand im Bundestag, wie bedeutsam die Digitalisierung ist. Aber Bibliotheken können bis heute kein E-Book wie ein normales Buch behandeln und verleihen. Das ist doch völlig absurd. Ja, ja, natürlich, freilich. Das ist jetzt wieder Polemik. Das habe ich Ihnen gestern schon im Ausschuss gesagt, dass das einfach unlogisch ist, was Sie dort machen, und dass die Digitalisierung der Gesellschaft auch an dieser Stelle greifen muss. Man kann es einfach nicht fassen. Lassen Sie sich also sagen, wenn man aus allen Richtungen Kritik für sein Gesetz bekommt, kann das einerseits daran liegen, dass es besonders komplex war. Okay. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass man nichts Halbes und nichts Ganzes geliefert hat. Und genau das gilt für diesen Gesetzentwurf. Es ist eben nicht gelungen, einen Ausgleich zu finden. Stattdessen haben es wirklich die Lobbyisten der Plattformen und der Verwerterindustrie geschafft, die Kreativen gegen die Nutzerinnen gegen die Kreativen oder eben auch gegen unabhängige kleine Verlage oder Bibliotheken in Stellung zu bringen. Das muss man erst mal schaffen. Genau die hätten Sie aber schützen müssen. Schließlich, Sie haben in der Zielkurve noch ein paar wenige Änderungen sich abgerungen, die allerdings an den Grundfehlern dieses Gesetzes nichts ändern. Und ich muss Ihnen da deutlich widersprechen, Herr Fechner. Ein modernes und gerechtes Urheberrecht bleibt wieder nur Zukunftsmusik. Vielen Dank, Dr. Petra Sitte. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Tabea Rössner.